Der Lieblingssport der Deutschen ist gut durch Corona gekommen. Die Saison wurde zu Ende gespielt, die Liga wirtschaftlich gerettet, die Fans bekamen Ablenkung in harten Zeiten. Und der Frauenfußball? Warum steht er trotz aller Erfolge immer noch im Schatten der männlichen Kicker? Genau, darüber werden wir sprechen. Erst einmal müssen wir aber natürlich auch ganz kurz thematisieren, dass man ja wirklich darum kämpft, dass die Bundesliga jetzt ab September systemrelevant werden soll. Wobei wir noch nicht mal wissen, wie es mit Schulen und Kitas weitergeht. Also als ich das gehört habe, dass man das, ich freue mich ja für den Fußball, das ist ja auch alles schön und gut. Aber also wenn Kita und Schulen weiterhin geschlossen bleiben oder teilweise geschlossen bleiben, wir aber Bundesliga ganz normal erleben dürfen, dann bin ich raus. Ja, das ist totaler Quatsch. Aber da geht es einfach ums Geld. Es geht darum, das ist eine Menge Geld, die dahinter steht. Es geht auch nicht darum, wir müssen den Fans unbedingt was geben. Das ist, glaube ich, tatsächlich zweitrangig. Ja. Ich glaube, es geht darum, den ganzen Fußball mit Arbeitsplätzen, mit dem Geld, was dahinter steht, aufrechtzuerhalten. Und deswegen geht das ganz klar erstmal über die Kinder. Und das, mich schockiert das auch. Aber Steffi, wahrscheinlich hast du das fragen wir doch mal eine Meinung. Genau. Was heißt Profi? Also meine Meinung dazu ist, jedes Unternehmen, und dazu gehört eben auch die Bundesliga, denn sie schaffen nun mal auch Arbeitsplätze, die die Möglichkeit haben, das wieder zu eröffnen und alles dafür tun, dass das im Rahmen des Möglichen stattfindet, dann finde ich das in Ordnung. Und auch wenn wir alle über den Fußball schimpfen, sie haben alles möglich gemacht, dass man auf das Medizinische, auf den Abstand und auf all das Wert legt. Und ich bin natürlich auch enttäuscht, dass Kindergärten oder Schulen, aber hier ist es nicht angebracht, darüber zu diskutieren, warum der große Fußball das kann, sondern wie schaffen wir es, dass die Schulen und alle anderen, auch der Amateurfußball darf nicht Fußball spielen, die sind gerade im Training. Ja? Also ich finde es schade, dass wir das kritisieren, wo wir sagen, das sind Arbeitsplätze. Also ist es für dich systemrelevant, Fußball? Ja, ich sage mir, ich arbeite in einer Firma, die gerade unwahrscheinlich viele Schulden machen muss, damit wir unsere Arbeitsplätze nicht verlieren. Und dann bin ich doch froh drum, wenn ich mit der Bundesliga Möglichkeiten schaffe, dass die Leute wieder arbeiten können. Ich verstehe den Punkt, aber ich glaube, Patricia, mir geht es auch gar nicht darum, dass die nicht arbeiten dürfen, sondern es geht einfach darum, wenn man eine Lösung findet für die Bundesliga, dann muss es doch möglich sein, eine Lösung für Schulen und für Kitas zu finden. Das eine muss das andere nicht aufgeben. Ja. Das kann nicht sein. Auf jeden Fall, aber da ist ja nicht die Liga dran schuld. Mhm. Genau, das finde ich auch nicht. Es ist auch nicht. Und ich finde auch nicht, dass die Liga schließen muss, damit meine Kinder in die Schule gehen. Nee, 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 ich finde nur, wenn es gelingt, für einen Bereich so ein perfektes Konzept vorzulegen, dann sollte es in einem anderen Bereich, der mir persönlich sehr viel wichtiger ist, auf jeden Fall ebenso schnell ein richtig gutes Konzept geben. Vielleicht sollten wir dann die Menschen, die dieses Fußballkonzept jetzt erstellt haben, einfach mal ins Bildungsministerium rüberschieben, dass die vielleicht eine Lösung auch für Schulen und Kitas machen. Anscheinend sind die schneller an den Start. Ich glaube aber auch, dass es teilweise doch auch systemrelevant sein kann, weil wir ja nicht unterschätzen dürfen, wir haben gerade über die Spaltung der Gesellschaft gesprochen und es gibt einen Großteil dieser Gesellschaft, die ihre Freude erfährt, wo das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird, das große Wir, auch durch solche Spiele. Und wenn das auch mit zum Frieden, mit zur Genesung beiträgt, also auch zur seelischen, sage ich jetzt mal, dann finde ich es auch nachvollziehbar. Ja, also ich glaube, dass gerade auch Kinder ja unwahrscheinlich gerne raus wollen, Fußball spielen wollen. Und wenn die Liga das vorbildlich so auch umsetzt, wie Sie sagen, normal passen 80.000 raus, aber aufgrund der Regelungen sind es dann halt nur 30.000 oder 40.000 im Stadion und trotzdem kommen die Menschen mal raus. Ja, aber alles bitte mit Sorgfalt und darauf zu achten. Aber Steffi, empfindest du das dann nicht als ungerecht, dass quasi die Bundesliga, die Profis, die dürfen spielen, aber die, wo es genau eben um das Sehen, halt den Sport, das Rauskommen, die dürfen es nicht? Das stört mich auch und das ist das, was ich kritisiere, wo ich sage, wir aus dem Amateurfußball würden auch gerne spielen, haben jetzt mit dem Trainingsbetrieb begonnen und dürfen aber unsere Saison nicht zu Ende spielen und da gebe ich dir recht. Da hätten die Landesverbände auch gucken können, dass sie das früher möglich machen, weil zuerst hätte ich die Kinder gesehen, die da raus sollen. Und woran liegt das? Ich denke mal, dass es bei 26.000 Vereinen schwer ist, die medizinischen Sicherheitsmaßnahmen vorzubereiten, wie in den Schulen,
wie in den Kindergärten. Da hat man viel zu lange gewartet, sich wirklich darauf vorzubereiten, weil es war klar, dass wir irgendwann wieder öffnen wollen. Hm. Und wenn man dann hört, in den Schulen können wir nicht, wir haben keine Laptops, wir haben das nicht, wir haben dies nicht, dann frage ich mich, was hat man getan während der Zeit? Hm. Ja, hoffentlich lernen wir da mal dazu. Also das wäre wirklich mein Wunsch, dass wir, wenn wir sehen, dass es bei der Bundesliga so schnell geht, dass wir sagen, so, jetzt haben wir gesehen, was wir da brauchen. Jetzt nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand und schaffen das bei den Schulen und Kindergärten genauso. So viel zum Thema Männerfußball. Und so wird der Frauenfußball hier in Deutschland behandelt. Bitteschön. Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze. Wie bitte? Ganz schön frech, aber auch irgendwie ganz schön witzig. So präsentiert sich die deutsche Frauennationalmannschaft. So, Steffi. Ja. Ja. Ehrliche Meinung. Ja, ich fand den Spot, als er dann rauskam, der ist jetzt nicht meins. Ich habe oder muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich habe lange dafür kämpfen müssen, dass der Frauenfußball eigenständig ist, dass wir so wahrgenommen werden, dass wir sportliche Leistungen bringen. Wir haben große Erfolge gefeiert und diesen Vergleich mit den Männern, den will ich ja endlich loswerden. Und jetzt kam dann dieses Video, dieser Spot, der an sich witzig ist, aber nicht meins. Also hat quasi den Frauenfußball noch mal etwas zurückboykottiert? Das will ich damit nicht sagen. Die hatten natürlich das Ziel, da noch mal so ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Ich hätte halt einen anderen Weg gewählt, weil ich glaube, wir haben ganz tolle Typen, wir haben Spielerinnen, die auch Ausstrahlung haben und die sich nicht über den Vergleich mit Pferdeschwanz und Eiern darstellen müssen, sondern sie können das auf ihre authentische Art machen und mit ihrer Leistung und das hätte ich mir gewünscht. Aber den Vergleich wird man ja nie ganz los. Ne? Ich habe gelesen irgendwie, in der Bundesliga, wenn Frauen dort spielen, verdienen sie 39.000 brutto im Jahr. Männer verdienen in der dritten Liga 120.000 Euro im Jahr. Und da frage ich mich, also du wirst natürlich, das wirst du ja am besten erzählen können, man wird diesen Vergleich nie los. Und ich habe mich auch gefragt, woher nimmt man dann die Motivation, da noch reinzugehen und sagt nicht, wisst ihr was, also ich meine, bei dem Feld, dann spiele ich jedes Wochenende mit meinen Mädels, aber die Strecke laufe ich für euch jetzt nicht. Wo hast du da deine Motivation hergenommen, zu sagen, ich mache das trotzdem? Ja, weil Fußball schon immer meine Leidenschaft war. Und neben dem, dass ich persönlich so viel mitgenommen habe durch den Fußball, soziale Kompetenz, ich bin ein Mischling, ich wurde diskriminiert und der Fußball gibt einem so viel mit, dass man letztendlich aus einer großen Leidenschaft dann eben auch diesem Sport nachgeht. Und ich habe mich nie darum gekümmert, ob die Männer mehr verdienen. Ich habe erst als DFB-Angestellte verstanden, was alles dahinter steckt und dass wir aufpassen müssen, wenn wir einfordern, dass Frauen genauso viel verdienen sollen wie die Männer. Weil die wirtschaftlichen Dimensionen im Männerbereich sind einfach ganz andere. Und mir wäre lieb, wenn man rausgeht und sagt, der Frauenfußball steht heute hier, perspektivisch können wir dahin und wir brauchen das und das und das und das. Aber was braucht man? Weil ich frage mich immer, wo geht das Interesse verloren? Warum sind die so viel oder warum haben die so viel mehr Sponsoren etc.? Wieso verdienen die so viel mehr? Wo unterscheidet sich das? Wenn du schon alleine die Bundesligen nimmst, bei den Männern hast du in Dortmund 80.000 und im Frauenfußball bei einem Topverein, bei einem Champions League Spiel 5.000 bis 6.000, bei einem Finale möglicherweise auch 20.000 bis 30.000, dann ist es aber von der UEFA ausgerichtet. Also da hängen viel zu viele Dinge dran, oder es ist so komplex, dass man das jetzt nicht mit einer Lösung schafft, sondern man muss eben immer auch gucken, dass der Frauenfußball da nicht in die Dimensionen von dem Männerfußball kommen kann, was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem auch es schaffen können. Wir spielen in tollen Stadien, wir können Zuschauer gewinnen und wir können uns auch vermarkten. Also das ist alles möglich, nur bitte nicht im Vergleich zu den Männern. Und es ist ja auch jetzt nicht nur so, dass wir das
Problem im Fußball haben. Das ist ja fast in allen Jobs so, dass Frauen weniger Geld verdienen für dieselbe Leistung. Da können wir uns ja auch in unseren sozusagen Ressorts nicht von freisprechen, sage ich mal. Und trotzdem finde ich es natürlich bedenklich. Ich habe eine Schwester, die Bundesligaspielerin war und die hat trainiert wie ein Profi, 5-mal die Woche, wurde bezahlt wie ein Amateur. Das heißt, dass man nebenbei noch zusätzlich arbeiten muss, damit man das finanziell auch irgendwie hinbekommt. Das geht auch wiederum auf die Leistung. Also es ist ja im Grunde genommen eine Spirale. Und meine Frage wäre, ist das so ein ungeschriebenes Gesetz, also auch diese Trennung nach Männern und Frauen, oder ist das in unseren Köpfen, beziehungsweise wenn du mal die Möglichkeit hättest, welche Bundesligamannschaft würdest du gerne mal trainieren? Welche Bundesligamannschaft? Ich wünsche mir einfach oder ich fordere eine Frau mal mit, um den Anfang zu machen in die Männer-Bundesliga. Wir haben eine Schiedsrichterin mit der Bibiana Steinhaus und da sollten auch noch einige folgen. Und dann sage ich mir ganz klar, Kompetenz ist Unisex. Also es sollte doch keine Rolle spielen, ob ich Mann oder Frau bin. Jeder oder in den Köpfen ist das Selbstverständnis, dass jeder Mann eine Frauenmannschaft natürlich trainieren kann. Warum denn andersrum nicht? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und ich würde heute alles darauf geben, zu sagen, eine Inka Grings, die sich schon bewiesen hat, könnte auf jeden Fall einen Männer-Bundesliga-Verein. Eine Nationalmannschaft? Wenn wir auch, noch natürlich. Gehen, das ist mir ja. Das. Es gibt genug kompetente Trainerinnen, die das auch tun könnten, wenn die Männerköpfe mal ein bisschen offener werden und es zulassen, dass eine Frau genauso diesen Job machen kann. Jürgen Klopp wäre doch so jemand, der das bestimmt möglich machen könnte. Der denkt doch ein bisschen über die Grenzen hinaus, oder? Der ist mega, ja. Der wäre auf jeden Fall offen dafür. Ich fände, du wärst super dafür. Naja, das sowieso. Sowieso. Ja, nee, finde ich wirklich. Jogi, aufgepasst. Jetzt kommt Steffi. Pass mal schön auf. Und du hast es gerade so schön, ein schönes Schlusswort gesagt, wenn die Männer endlich ihre Köpfe ein bisschen mehr aufmachen würden. Ja. Das finde ich schön.